Freunde, die Kamera läuft, ich bin da, ihr seid da, wir sind da, ist das alles schön. Hier ist Robert Götz, Matuszewski, der Facility Manager im Deutschen Bundestag. Ja, ich habe einen Schatten, aber das ist hier Einstellungsbedingung im Bundestag. So, jetzt geht's los. Ich habe ein tolles Video, ja, es ist eigentlich mehr so eine Dokumentation, hochgeladen auf Telegram. Und da wurden Ärzte angerufen und wurde gefragt, sag mal, liebe Ärzte, wie sieht's denn eigentlich aus bei euch? Wisst ihr eigentlich, was so alles in den Spritzstoffen drin ist, was ihr den Kindern spritzt? Ja, interessiert uns nicht und so weiter. Könnt ihr euch auf Telegram mal anschauen und auch gleich teilen. Ich meine, wenn euch Kinder interessieren, wenn euch Menschen interessieren, ja, geht um so Sachen wie Quecksilber und Formaldehyd. Hab dazu ein Sondervideo gemacht auf meinem Zweitkanal Robert Götz Matuszewski Premiere hier auf YouTube, der übrigens gestern vorübergehend weg war. Es gab wieder einige Denunzianten, die gesagt haben, hier Hassrede, Hate Speech, ja. Und da hat sich YouTube gesagt, wir sind zwar die zensurfreiste Plattform von der ganzen Welt, aber wir sperren jetzt einfach mal das Video und hier machen Streik. So, da habe ich Einspruch erhoben, ja. War schon mit einem Fuß im Anwaltsbüro, wo ich schon mal einen Streik über Anwalt weggekriegt habe. Aber dann hat YouTube gesagt, ah, wir haben uns das Video nochmal angeguckt, ist alles in Ordnung. Kein Grund zur Verunstimmung, wir geben es wieder frei. An dieser Stelle vielen Dank an YouTube und danke an die Denunzianten. Dann haben wir hier eine kleine Verunstimmung. Zivilpolizist schmiert Klimakleberfarbe ins Gesicht. Ihm drohen nun Disziplinar- und Strafverfahren und so weiter. Dann hier, Berliner Polizisten prügeln wahllos auf Grundrechte-Demonstranten ein. Ihnen droht nichts. Video 3, es sind verschiedene Videos. Die könnt ihr euch angucken, bei mir auf Telegram. Habe ich heute Morgen hochgeladen. Polizist Dresden wirft Mann vom Fahrrad und schlägt ihn. Ihm droht nichts. Polizist Schweinfurt schlägt Mann extrem blutig, weil er keine Maske trägt. Ihm droht nichts. Polizisten schlagen Gruppe von Menschen, weil sie ohne Maske rumlaufen. Ihnen droht nichts. Polizist aus Berlin gerät außer Kontrolle und prügelt auf Menschen ein. Ihm droht nichts. Polizist wirft sehr alten Mann zu Boden, weil er keine Maske trägt. Ihm passiert nichts. Polizist schlägt in Hamburg 15-Jährigen ins Gesicht, weil er keine Maske trägt. Ihm passiert nichts. Berliner Polizist höchstwahrscheinlich auf Dingens irgendwas zu sich genommen, prügelt so lange auf Demonstranten ein, dass ihn ein anderer Polizist wegziehen muss. Ihm passiert nichts, aber der da dem einen Klimakleber ein bisschen von dieser roten Farbe ins Gesicht geschmiert hat, Disziplinarverfahren. Freunde, alte Regel, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Und jetzt an der Stelle Grüße gehen raus an die Blödzeitung. Ja, hier, wir bringen es auf den Punkt. Blöd bleibt blöd. Ja, das ist lustig. Ja, da hat man den Herrn Björn Höcke, ja, hat man ein Hitlerbärtchen angemalt, nennt das Punkt und sagen, wir bringen es auf den Punkt. Unser Präsident Frank-Walter Steinmeier bittet in Tansania um Vergebung für Kolonialverbrechen. Ja, Freunde, ich bin ja der Meinung, wir sollten uns jetzt endlich mal bei den Römern entschuldigen. Ja, wie viele unschuldige Legionäre wurden damals im Teutoburger Wald niedergemetzelt von den Germanen? Ja, da geht gar nicht. Es geht gar nicht. Übrigens, dazu gibt es eine ausführliche Abhandlung in Made in Germany, Deutschland im rechten Licht. Wenn ihr es immer noch nicht habt, ich werde nicht müde, Werbung dafür zu machen. Gibt es nur bei www.claudiusfarbig.de. Auch da. Darüber wird geschrieben und ansonsten die wichtigsten deutschen Erfindungen, Dichter, Denker, Schauspieler, Zitate über Deutschland, über die Erfindung, es lohnt sich. Es geht auf Weihnachten zu, schenkt es euch selber. Ja, und Steinmeier kniet nieder in Tansania, bittet um Vergebung für Kolonialverbrechen. Jetzt wurde mal Zeit. Es wurde mal Zeit, was da gemacht wurde. Also schlimm, es ist ja schlimm, ja. Also in Indien, ja, und in Australien, ja. Ach nein, das waren ja nicht die Deutschen, ja. Aber zum Beispiel in Algerien oder Marokko oder Tunesien, ja. Ach, da waren ja auch die Deutschen, ja. Also, aber in Zentralafrika, in Ghana, ja, das waren ja auch nicht die Deutschen. Ja, aber was mit den Indianern? Da, ja, gut, okay, das waren ja auch die Indianer, sagt man ja sowieso nicht. Aber was in Kanada mit den Ureinwohnern? Ah, das waren ja jetzt auch nicht die Deutschen. Egal. Schwenken wir nicht in der Vergangenheit. Blödzeitung schreibt... 12 Gründe, Refugees welcome, am 1.9.2015. Kurz darauf, Deutschland, wir haben ein Problem. Vom 29.10.2023, Ausschreitungen der Berliner Sonnenallee, palästinensische Extremisten errichten Barrikaden und legen Feuer, greifen Personen in Uniform an, ja. Ja, Freunde, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Blödzeitung, gut, ja. Brutale Hausdurchsuchung bei Intensivkrankenschwester Sabrina Kohl-Morgen. Ja, brutal, brutal, das sind so Worte, ja. Sie soll angeblich eine Staatsanwältin beleidigt haben, ja, wird erstmal behauptet. Daraufhin wohl die Wohnung gestürmt. Freunde, das ist das beste Bundland aller Zeiten. Auch darum geht es in Made in Germany, Deutschland im rechten Licht. Ich finde es toll, ja. Und einfach nicht die Regierung kritisieren, einfach machen, was die Regierung sagt. Und wenn die Regierung heute das Gegenteil von dem sagt, was sie gestern gesagt hat, wie so oft, einfach machen, einfach mitmachen. Und wenn ihr nicht auf dem Laufenden seid, ARD und ZDF gucken, ja, dann wisst ihr
Bescheid. Punkt aus Ende. Auf gar keinen Fall freie Medien. Freie Medien sind alle rechtsstaatlich auf dem rechten Weg. Verschwörungstheoretiker, wir hören auf die Ignoranzpraktiker. Ja, so. Und die Sabrina hat sich doch selbst zuzuschreiben. Ja, geht einfach auf Demonstration für Frieden und Freiheit und gegen das Infektionsschutzgesetz. Geht gar nicht. Da muss man hart zuschlagen. Ja, schön. Aber die Personenuniformen haben nicht die Schuhe ausgezogen, wie sie es bei Islamisten tun würden. Ja, so. Es geht weiter. Erstmal Ralf Bollinger. Ralf, liebe Grüße und lieben Dank von Martina und mir. Washington hat mit der Demontage Zelenskys begonnen. Ein Riesenartikel in der Time. Ja, einer seiner Lakaien im positivsten Sinne hat den Artikel gleich geteilt, hat ihn aber gleich wieder gelöscht, weil er dann den Artikel gelesen hat. Der Artikel ist jetzt nicht so wohlwollend. Böse Zungen sagen, jetzt ist Zelensky zum Abschuss freigegeben. Fachkräfte aus Marokko und Nigeria sollen kommen. Nancy Faeser und Olaf Scholl informieren uns. Endlich sind sie da. Mir gefällt's. Und 31 Österreicher konnten den Gazastreifen verlassen. So, und hier sind sie. Die Kronenzeitung berichtet, so sehen die typischen Österreicher aus. Jetzt sind sie draußen. Schön, es gefällt mir. Ja, typische Österreicher. Dann hier, Geflüchtete dürfen jetzt früher arbeiten. Kabinett billigt Gesetzespaket. Immer diese Gesetzespakete. Schön. Freut euch schon mal auf den Lastenausgleich nächstes Jahr. Der wurde übrigens 2019 vor der Pandemie beschlossen im Bundestag. Kann man alles recherchieren. Und da stand auch drin, wir müssen Spritznebenwirkungen entschädigen. Also wer durch Spritzung krank wurde, muss man entschädigen. Das macht dann die Gesellschaft. Und dafür mache ich einen Lastenausgleich. Übrigens, im Lastenausgleich ist übrigens auch gleich die Finanzierung für den Aufbau der Ukraine mit drin. Das bedeutet, wir geben 50% von dem, was wir haben, ab. Wir fangen bei den ganz Reichen an und arbeiten uns dann runter. Und böse Zungen sagen, Moment mal, wir haben doch schon 70% Steuern bezahlt. Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Tabaksteuer, Sektsteuer, Alkoholsteuer, CO2-Steuer, Benzinsteuer, Versicherungssteuer, Mehrwertsteuer, Steuer. Wir haben ja eigentlich gar nichts übrig. Und von dem bisschen, was wir übrig haben, unterm Strich, wenn alles ausgegeben ist, ja, man kann ja sagen, man hat ja irgendwie so und so viel brutto, so und so viel netto, da ist ja gar nicht 70% Steuer, ist ja viel weniger, stimmt. Aber das, was man netto hat, geht man dann irgendwo sich ein Sofa kaufen, 19% weg. Ein Flachbildschirm, 19% weg. Ein Auto, 19% weg. Dann fährt man Auto, dann ist dann noch die Versicherungssteuer, die CO2-Steuer, die Dingsbumssteuer, die Ökosteuer, ja, und dann noch die Steuer, wenn man den Wagen reparieren lässt, Steuer, Vermögensteuer haben wir sowieso indirekt, ja, wir haben alles. So, und jetzt hat man diese 30% übrig, netto, ja, und muss dann, wenn man viel hat, auch noch Erbschaftssteuer sein, die Erben zahlen, beziehungsweise jetzt davon auch noch die Hälfte abgeben. Kommt, freut euch drauf. Ja. Pharma-Riese Pfizer schließt 2 Standorte in den USA. Naja, ist egal. Menstruation nach der Menopause durch Covid-Impfung. Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Onkologe, ich habe noch nie gesehen, dass sich Krebserkrankungen so verhalten. Junge Menschen in den 20er, 30er und 40er Jahren erkranken an aggressiven und schnell wachsenden Turbokrebsarten. Dr. William Mackes, der in seiner Karriere 20.000 Krebspatienten diagnostiziert hat, sagt, so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie Brustkrebs im 4. Stadium bei Frauen in ihren 20ern gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass Darmkrebs im 4. Stadium bei Männern und Frauen in ihren 20ern und 30ern auftritt. Leukämien, an denen man innerhalb weniger Tage oder sogar Stunden nach der Diagnose stirbt. Ja, Freunde, was soll denn hier konstruiert werden? Bitte, bitte, bitte. Also, Freunde, hier wird wieder irgendwas konstruiert, wo wir alle wissen, alles Murks. Alles Murks, ja, schön, haben wir das jetzt geklärt. Das war eine nicht ganz so lange Sendung, aber auch nicht kurz. Was sagt ihr? Ja, muss auch mal sein. In der Kürze liegt die Würze, ja, so. Ja, mit dem Streik, wie gesagt, gestern bei YouTube, habe ich einen kleinen Schreck bekommen, aber ist ja nochmal gerade so gut gegangen. Man ist ja immer ein bisschen unter der Gnade von Papa und Mama YouTube. Ja, du böser Junge, hast du wieder Hassrede betrieben. Ja, schön. Freunde, auf in einen schönen Abend, schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video seht. Solltet ihr gerade nicht gut drauf sein oder krank sein, gute Genesung. Ich sag dann, ich muss so dahin. Ich meine das ernst. Wir brauchen euch. Wir halten zusammen, wir bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Und wenn ihr Kraft braucht, holt euch das Stolzbuch. Ich sag's immer wieder. Ja, ich mache jetzt da ganz viel Werbung für, weil ich find's gut, ja. Ich habe heute wieder Wahrheitstropfen getrunken, ja. Wenn ihr euch aufbauen wollt, Stolzbuch. Und man lernt auch was dazu. Das heißt übrigens nicht Stolzbuch, sondern es heißt Made in Germany. Ja. www.claudiusfarbig.de. Sagt ruhig ja, bitte signieren für meinen Sohn, für meine Tante, für meine Nichte, für meinen Onkel. Einfach reinschreiben, der Herr Farbig, der macht das. Ich kenne den, das macht er gerne. Ja, oh ja. Gut, ich bin jetzt weg. Nein, ich bin da. Das Video ist zu Ende. Grüße von meiner Truppe und meiner lieben Frau Martina. Und Freunde, nicht nur, dass ich euch lieb habe. Nein! Ich weiß es auch zu schätzen, dass wir jetzt über 35.000 hier sind. Ist das schön. Eine große Familie. Ich sag's immer wieder. Ja, es gibt viel größere Kanäle, aber keine großartigeren Zuschauer als euch. Wenn ihr meinen Kanal mögt, gebt gerne ein Abo, lasst einen Daumen da, schreibt einen schönen Kommentar. Und wenn ihr meine Arbeit wertschätzt, vielen Dank für eure klitzekleine oder große Unterstützung. Davon lebt meine Arbeit. Ich hänge hier PayPal und Konto runter. Es macht Mühe, ich weiß. Vielen Dank dafür.
Nicht vergessen, Robert Götz Matuszewski sendet auf Getter, auf Telegram, auf YouTube Zweitkanal, auf YouTube, auf BitTube, auf Odyssey, wo ich überall sende. Wahnsinn! Ja, rund um die Uhr. 120 Videos im Monat. Es muss sein. Ja. Ich hätte beinahe gesagt für... Aber kann ich nicht. Manche Sachen kann man hier einfach nicht sagen. Ich hab euch lieb. Tschüss, Freunde. Ja. Achso, VirTube hatte heute Wartungsarbeiten. War so ein paar Stunden nicht erreichbar. Ja. War keine Zensur. Wartungsarbeiten. Nur groß reine machen bei VirTube. Muss ja auch mal sein. Ja. So, ich knarre mich aus dem Bild. Ja, Rücken ist immer noch nicht so...